Du hast einen Gaming-Kanal, aber kriegst überhaupt keine Aufrufe. Du steckst so viel Arbeit rein, lädst regelmäßig hoch und trotzdem am Ende nur 10 Aufrufe und du denkst dir, was mache ich nur falsch? Ich selber habe vor einem Jahr 3 Gaming-Kanäle aufgebaut und dabei über 10 Millionen Aufrufe erreicht. Und ich werde dir heute die 10 wichtigsten Punkte sagen, die ich daraus gelernt habe, damit dein Kanal wirklich wächst. Weil das Hauptproblem ist, wenn du einen der Punkte nicht anwendest, wird dein Kanal fast nicht wachsen können. Du kannst dir das so vorstellen, das ist so ähnlich wie wenn du ein Auto hast und alles ist sauber, du hast neue Felgen, neu lackiert, aber das Gaspedal geht nicht. Kannst du dann fahren? Nee, kannst du nicht. Stop, Bro, I'm stuck! Genauso ist das mit dem YouTube-Kanal. Wenn du 9 von 10 Sachen anwendest und du eine wichtige Sache vergisst, dann kann dein Kanal nicht wachsen. Und deswegen wirklich wichtig, wirklich alle Punkte anzugucken, wirklich aufzuschreiben und nachzumachen und dann wird es auch auf jeden Fall klappen. Der erste Tipp ist, dass du dich auf ein Spiel oder ein Genre festlegst, zum Beispiel nur Need for Speed oder nur Rennspiele. Das kann man so machen, wie man möchte, aber ich würde wirklich so genau wie möglich, besonders wenn ihr jetzt sagt, ich will Minecraft-Videos machen oder so und dann noch Fortnite, das wird nicht funktionieren, weil die Spiele sind so bekannt. Da musst du wirklich speziell, zum Beispiel in Minecraft, zum Beispiel konntest du machen nur noch Minecraft-Tipps und nicht Minecraft an sich. So größer das Spiel ist, so spezifischer musst du wirklich deine Videos machen. Wenn du jetzt sowas hast wie Need for Speed, zum Beispiel ich habe einen Need for Speed-Kanal vor einem Jahr aufgebaut, als damals das neue Need for Speed kam, von null, habe ich da in einem Monat oder zwei Monaten 1500 Abonnenten gehabt. Und das hat funktioniert, weil das Spiel war neu, ich habe nur Need for Speed gemacht, nur Tipps. Und so halt mein Kanal aufgebaut und das kann ich wirklich jedem empfehlen, wirklich auf ein Spiel zu gehen, weil wenn du heute Fortnite, morgen Minecraft, dann machst du Need for Speed, dann Mario Kart. Warum soll man dich dann abonnieren? Es gibt so viel Gaming-Videos, das ist halt das Problem und da kann man halt nicht mehr machen, was man will. Wenn man Bock hat, alles durcheinander zu spielen, dann kann man vielleicht Streaming machen oder so. Aber für YouTube wirklich würde ich das nicht empfehlen. Und wenn du wirklich nur auf ein Spiel gehst und dann noch die anderen Tipps befolgst, wird wirklich dein Kanal sehr schnell wachsen können. Punkt 2 ist, wie oft sollte man uploaden? Da gibt es ja ganz viele Diskussionen, was man uploaden soll. Und ich kann dir sagen, dass das wirklich nicht so wichtig ist, wie oft du uploadest. Mach so oft du kannst und wirklich auch eine gute Qualität hast. Nicht, dass du da übertreibst und super Meisterwerke machen willst. Am Anfang, wenn die Videos dann vielleicht nicht so gut. Es ist schon wichtig, regelmäßig zu machen. Ich würde dir empfehlen, 1 bis 2 Videos die Woche zu machen. Das ist so ein guter Standard, den denke ich jeder fahren kann. Wenn jetzt ein neues Spiel rauskommt, dann würde ich dir empfehlen, wirklich da mal Gas zu geben, 30 Tage jeden Tag ein Video zu machen, weil wenn ein neues Spiel rauskommt, hast du natürlich die Möglichkeit, da viel mehr Videos zu machen und da gibt es halt noch nichts dazu auf YouTube, da komme ich später noch dazu, wie ihr da wirklich gut Aufrufe macht. Deswegen zu der Uploadzeit wirklich regelmäßig, aber nicht denken, oh, ich habe einen Tag nichts hochgeladen, was passiert? Du kannst meine Woche jeden Tag hochladen, dann meine Woche gar nicht, wenn es gerade nicht passt, ist okay, aber Hauptsache, dass dein Kanal immer weiter geht. So 1-2 Videos die Woche, wie gesagt. Ansonsten, wenn du dich fragst, was brauche ich für Equipment, was brauche ich für Programme und so weiter, da habe ich noch ein extra Video zugemacht und sogar noch eine ganze Gaming-Playlist, wie du deinen Kanal aufbaust, wenn du einen Gaming-Kanal hast. Deswegen schau da oben mal rein, da ist wirklich alles. Aber jetzt erstmal noch zu dem nächsten Punkt. Und zwar, mach bitte keine Gameplays und auch keine Let's Plays. Also, viele sehe ich noch, die fragen, wollen wirklich noch Let's Plays machen in 2021 und das kann ich einfach sagen, kannst du komplett vergessen. Es gibt zwar noch Leute wie Domtendo, die machen das, aber die haben da wirklich sich so viele Abonnenten aufgebaut, dass sie das halt machen können. So gut wie alle Let's Play Kanäle, die ich früher geschaut habe, die gibt es nicht mehr. Die kriegen da 1000 Aufrufe, obwohl die da 200.000 Abonnenten haben. Daran sieht man einfach, die Leute wollen das nicht mehr sehen. Und wenn du wirklich einen Kanal aufbauen willst, dann würde ich wirklich empfehlen, du musst das machen, was die Leute sehen wollen. Und die Leute wollen keine Let's Plays. Wenn du Let's Plays machen willst, dann mach einfach Livestreams. Das ist halt das, was ich dir empfehlen kann, wenn du Let's Plays machen willst. Mach lieber Livestreams, weil auf YouTube wirst du damit nichts erreichen können. Und keine Sau schaut sich das an, außer du schneidest das wirklich so krass und unterhaltsam und nicht einfach 20 Minuten aufnehmen und hochladen. Und da musst du halt für dich selber entscheiden, ob du das machen willst. Aber ich kann dir das empfehlen, wirklich nicht zu machen. Und bei Gameplay-Videos ist dasselbe. Das schaut sich auch keiner an, außer vielleicht du machst lustige Clips, so 10 Sekunden lustige Clips, halbe Minute. Das kann auf jeden Fall funktionieren, aber irgendwelche Gameplays, das schaut sich auch keine Sau an.
Vielleicht sieht man aber hier auf YouTube, da gibt es jemand, der lädt da hoch und kriegt da 1 Million Aufrufe. Das kann, wie gesagt, bei manchen funktionieren, aber die haben schon größere Kanäle. Aber das würde ich beim neuen Kanal nicht machen. Ich habe das selber probiert. Da gibt es wirklich andere Wege, wie du viel schneller und einfacher wirklich deine Abonnenten aufbauen kannst. Dann der nächste Tipp, wirklich einen guten Anfang zu haben. Du musst wirklich sagen, was ist der Nutzen von diesem Video? Wenn ich zum Beispiel Tipps gebe zu einem Spiel und sage, heute zeige ich euch die Top 5 Autos in Need for Speed Heat, ist das ein guter Anfang. Ich zeige dir, heute zeige ich dir die Top 5 Autos und nicht, hi, ja, mein Wochenende war schön, ja, wie geht es euch? So, also direkt zum Punkt kommen, das Ganze halt auch ein bisschen spannender machen, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe das Video zum Beispiel jetzt mit so einer Frage begonnen. Du kriegst keine Aufrufe, so. Und wenn du keine Aufrufe kriegst, dann fühlst du dich angesprochen. Dann habe ich auch aufgezählt, was soll ich dir erzählen, dass du wirklich alle Punkte anwenden musst und so weiter. Und das hält den Zuschauer natürlich auch am Video und weckt auch die Interesse, weil er sieht, ah, guck, auf 10 Punkte, okay, schaue ich mir die an, welche wende ich schon an, welche nicht. Und das kann man halt alles am Anfang sagen. Es sollte immer so um die 30 Sekunden sein, der Beginn. Und dann geht das Video los, weil wenn du zu lange um den heißen Brei redest oder sagst, ja, ihr kennt ja vielleicht diese ganzen, es gibt ja so viel Business-Videos, die sagen, du willst Geld im Internet, du willst dies, du willst das. Und das und dies. Und das und dies und das und dies und das und dann. Dann der nächste Punkt ist die YouTube-Suche. Ich würde jedem empfehlen, der wirklich einen neuen Kanal hat, egal ob Gaming oder normaler Kanal, wirklich auf die YouTube-Suche zu konzentrieren, weil viele träumen immer davon, ein virales Video, direkt 1 Million Aufrufe. Das kann natürlich funktionieren, aber ich würde da immer ein Thema raussuchen, was man auch suchen kann. Ich persönlich benutze zum Beispiel VidIQ. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist auch gratis. Man kann natürlich auch kostenpflichtig da das upgraden, aber das gratis reicht für den Anfang. Würde ich jedem empfehlen. Könnt ihr in die YouTube-Suche zum Beispiel Sachen eingeben. Zum Beispiel Among Us kam damals raus, dann könnt ihr Among Us eingeben. Wenn ihr zum Beispiel Among Us Leerstelle eingibt, dann kommen da Vorschläge und dann seht ihr da, was gesucht wird. Es ist ja natürlich auch wichtig, dass ihr euch in dem Spiel, wo ihr Videos macht, schon auskennt. Deswegen kennt ihr euch aus in Among Us zum Beispiel, was man da für Tipps geben kann. Ich habe das Ganze bei meinem Need for Speed-Kanal damals so gemacht. Ich habe geguckt, ich wusste Need for Speed, okay, jeder will wissen, was ist das beste Auto. Das ist, was ich dir sagen kann, wenn ein Spiel ist, die beste Waffe, bestes Auto, was weiß ich. Das interessieren immer Leute. Und dann könnt ihr das halt in die YouTube-Suche eingeben und gucken, ob es da schon Videos zu gibt. Wenn jetzt zum Beispiel ein neues Spiel rauskommt, hast du natürlich dann die Möglichkeit, wirklich schneller Abonnenten zu bekommen, weil ganz einfach es noch keine Videos gibt und dann bist du der Erste, der dazu ein Video machst und dann kriegst du natürlich die Aufrufe. Weil sonst musst du ja bedenken, bei Among Us ist die Konkurrenz halt richtig hoch, weil jetzt kannst du es vergessen, aber wo Among Us noch neu war, gerade im Hype war, da kann man dann Videos dazu machen und dann kriegt man auch als kleiner Kanal viele Aufrufe. Generell würde ich empfehlen, halt wirklich auf kleinere Spiele erstmal zu gehen und nicht auf Riesenspiele. Sowas wie Need for Speed, wie ich gesagt habe, oder zum Beispiel Phasmophobia ist so ein Spiel, das ist relativ häufig, wird es geguckt, aber gibt noch nicht so viele Videos. Da kann man zum Beispiel auch Tipps machen, wie man Crucifix oder wie das heißt, benutzt. Da gibt es im Spiel keine Anleitung, wie man es benutzt und dadurch kriegst du dann deine Aufrufe, wenn du halt dazu ein Video machst. Also einfach Probleme lösen. Das kann man halt durch die YouTube-Suche mit VidIQ. Da werden auch Vorschläge rechts bei VidIQ gemacht, was ähnliche Begriffe sind, die Leute suchen und dann findet ihr dadurch auch Videoideen. Wie gesagt, wenn ihr selber euch im Spiel auskennt und geguckt habt, wisst ihr natürlich schon, was es für Videos gibt. Dann könnt ihr euch natürlich noch andere Kanäle in eurem Bereich angucken. Ich gucke mir dann gerne an, was haben da andere noch gemacht. Zum Beispiel kann ich jetzt wieder das Beispiel mit meinem Need for Speed Kanal sehen. Gibt es da noch andere Kanäle? Suche ich Need for Speed bestes Auto, sehe dann, da hat jemand 1000 Abonnenten, aber sein Video hat 100.000 Aufrufe, dann weiß ich, okay, das ist ein interessantes Video. Ich würde immer gucken, Kanäle, die haben wenig Abonnenten, aber ein Video mit vielen Aufrufen. Zum Beispiel alles ab 10.000 Aufrufe würde ich als viel bezeichnen. Ab dann würde ich sagen, lohnt sich das und da würde ich dann gucken und dann könnt ihr auch Videoideen finden. Nach einer Zeit werden auch euch Leute in die Kommentare schreiben. Und da braucht ihr euch nicht so viel Gedanken machen, ob euch die Videoideen gehen mir aus. Wenn ihr ein Spiel habt, dann kennt ihr euch ja darin aus und werdet mit der Zeit immer mehr Ideen finden und könnt euch natürlich inspirieren lassen von anderen. Aber auch selber werden dir ganz viele Ideen kommen und dann einfach ausprobieren. Wenn es kein Video dazu gibt, heißt es nicht, dass es scheiße ist. Also zum Beispiel, ich habe damals Top 5 Autos gemacht. Da gab es kein Video zu. Hätte ich auch denken können, das interessiert keinen. Aber ich wusste jeden, das ist interessant. Habe ich gemacht, hat 100.000 Aufrufe bekommen. Und das ist das,
was ich dir empfehlen kann, wirklich auch ausprobieren, einfach Ideen. Ansonsten kannst du natürlich für die Videoideen auch noch Trends nutzen, wie zum Beispiel ich eben gesagt habe, Among Us war letztes Jahr ein Riesentrend, Minecraft ist immer noch ein Trend, sage ich mal, was in den letzten Jahren wieder hochgegangen ist. Und da, wenn du aber solche Sachen machst, dann musst du wirklich kreativ sein, irgendwelche Challenges, zum Beispiel Mods ausprobieren. Ich habe auch mal ein Video, ein Among Us Mod gemacht, das hat auch dann 100.000 Aufrufe bekommen. Einfach ein kurzes Video zum lustigen Mod, das kann man machen. Weil diese Standard-Gameplay-Videos, da muss man halt wirklich sich was einfallen lassen. Wie gesagt, Tipps sind immer gute Sachen, Mods und sowas. Und da kann man dann wirklich immer gute Sachen machen. Oder da hat letztes Jahr jemand zum Among Us-Trend dann selber Among Us-Figuren gemacht, nachgebaut, dann lustige Videos dazu gemacht. Und dann auch da Millionen von Abonnenten aufgebaut. Und dann der nächste Punkt, bessere Titel und Thumbnail. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie du gute Thumbnails machst. Das werde ich dir auch verlinken. Ist auch in der ganzen Playlist und so weiter. Aber es geht darum, wirklich interessante Titel zu machen. Nicht Let's Play Mario Part 10 Deutsch. Oder auch nicht den Titel nur voll mit Keywords zu machen. Weil zum Beispiel habe ich damals ein Video über Need for Speed gemacht. Habe ich gemacht 10 cool Easter Eggs in Need for Speed. Und zum Beispiel, das ist ein guter Titel. Oder ich habe mal ein Video gemacht, Easter Eggs You Didn't Know About. Dann denkst du so ein bisschen so innerlich, kenne ich die jetzt nicht? Dann klickst es halt an, weil du willst wissen, kenne ich die oder nicht? Das ist quasi die Kunst, zwischen dem Thumbnail und dem Titel wirklich so eine Connection zu haben, dass du auf das Thumbnail guckst und dann willst du den Titel lesen. Und wenn du den Titel gelesen hast, willst du wissen, was im Video ist. Zum Beispiel ein Thumbnail damals bei mir war 10 cool Easter Eggs und dann war da halt Donald Trump drauf. Und dann denkst du dir, okay, hä, was Donald Trump mit Need for Speed? Und dann klickst du halt auf das Video. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Wirklich Titel und Thumbnail nicht einfach hinzurotzen, weil ich habe früher oft einfach irgendeinen Titel, irgendeinen Thumbnail reingemacht. Und das macht, ich würde sagen, 30% des Videoerfolgs aus, des Titel und Thumbnail. Weil wenn niemand auf dein Video klickt, dann ist der Inhalt auch scheißegal. Deswegen musst du erstmal Leute auf dein Video bringen. Und als letzten Tipp habe ich noch das Mindset. Das ist eines der wichtigsten Sachen, warum Leute überhaupt scheitern. Erstmal überhaupt, dass Leute anfangen, weil man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen erschlagen von diesen ganzen Sachen. Man muss schneiden lernen, Photoshop lernen, was man nicht alles da lernen muss. Und dann ist man froh, wenn man überhaupt ein Video mal hochgeladen hat. Wenn es keiner guckt, dann lädt man 3 Videos hoch, keine Aufrufe und dann denkt man, oh scheiße, keinen Bock mehr. Und das ist wirklich das, viele haben keine Klarheit. Und fokussiere dich wirklich auf deinen Kanal, auf dein Thema. Zieh das einfach durch und mach einfach weiter Videos. Und das ist wirklich das Wichtigste, dass man wirklich dran bleibt und dich immer fragst, für was mache ich das? Also willst du wirklich einen Kanal aufbauen oder willst du einfach nur Videos für dich hochladen und gucken? Weil YouTube funktioniert nun mal so, dass du wirklich Videos machen musst, die für Leute wertvoll sind. Und es gibt halt genug Leute, die machen YouTube nur für sich, quasi laden Videos hoch, ein Gameplay-Video. Und die wissen doch eigentlich selber auch, dass das die Leute nicht gucken werden, aber die machen das halt für sich, was auch nicht schlimm ist, damit man halt besser vor der Kamera wird, besser reden kann und so weiter. Aber wenn du wirklich schnell einen Kanal aufbauen willst, dann musst du halt spezielle Regeln quasi befolgen, wie ich dir gerade im Video erklärt habe. Das sind so die wichtigsten und wenn du die alle befolgst, dann wird auf jeden Fall dein Kanal wachsen. Wenn du da noch Hilfe brauchst, schau am besten in die Playlist, da erkläre ich nochmal alles. Oder melde dich bei mir bei Instagram, da helfe ich dir gerne weiter und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!